Ja, das hier ist mein neuer Appman A777. Den habe ich hier auf den Stick draufgeschraubt. Dann gibt es dazu so ein Dreibein, das eigentlich ganz stabil ist. Das Dreibein, das hat hier unten eine Schraube. Hier an der Seite kann ich das so da draufschrauben. Und dann da so ein Handy einklemmen. Die sind beweglich nach oben und unten. Ja, und durch das Handy könnte ich dann sehen, was ich mit der Kamera aufnehme, so dass ich zu dem Rückspiegel hier noch eine zweite Funktion habe. Ja, das ist die Fernbedienung. Eine für Bilder und eine für Kamera. Also der rote Knopf ist für Bilder auslösen und der graue hier für die Auslösung von einem Video. Ich schalte den jetzt mal ein. Das heißt, man braucht hier nur einmal da drauf drücken und schon erscheint das Display. Kann man da schon was, ja. Also das Display sollte jetzt das Dreibein zeigen. Ja, also einmal drauf drücken, habe ich die Kamera, drücke ich noch einmal drauf, dann habe ich die Kamera, die ist im Moment mit 8 MP aufgestellt. Dann kann ich sehen, Fotos aufnehmen oder Zeitraffer, glaube ich. Und dann habe ich die Einstellungen. Und drücke ich nochmal drauf, bin ich wieder auf der ersten Seite. Also das kann ich hier durch schalten. Und wenn ich jetzt aufnehmen möchte, dann brauche ich nur einmal hier oben drauf zu drücken. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Also das ist ein A77. Ein A77, den habe ich günstig bekommen. Der ist ungefähr eine Woche jetzt hier. Den hatte ich schon länger im Visier. Der kam immer so 79 € mit der Fernbedienung. Und dann wurde der runtergesetzt auf 59. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ja, dann gibt es hier noch so ein Kabel, um das zu überspielen von hier in meinem PC. Und natürlich einiges an Zubehör. So ein Gehäuse mit den Rückplatten und so weiter. Die habe ich alle in eine Plastiktüte und die stehen im Schrank. Ich bin dann nicht so begeistert. Also diese Lösung hier gefällt mir am besten. Die ist frei, handlich. Die nehme ich auch mit, um unterwegs irgendwas aufzunehmen. Dann kann ich den Stick gut in die Jackentasche packen. Und das war's dann. Was hier ein bisschen kompliziert ist an dieser Lösung, ist jetzt, der Akkuwechsel, ne? Wenn man jetzt unterwegs ist, dann müsste man den erstmal abschrauben hier. Was jetzt nicht die Arbeit ist, aber dann vielleicht den Rahmen rausnehmen. Und dann könnte man unten das Batteriefach aufmachen, den Akku rausnehmen und einen der neuen reinsetzen. Ja, meine Lösung für unterwegs ist jetzt eigentlich, dass ich mir einen Akkupack gekauft habe für 2,7 mAh und den kann ich dann unterwegs anstecken. Der füllt also das Akku auch nochmal zweimal, mindestens hoffe ich.
Und damit könnte ich, hätte ich dann 3 Stunden in Aufnahme. Ich habe das bisher einmal probiert. Naja, aber was soll ich sagen? Man hat nachher dadurch auch eine Menge an Aufnahmen. Ich glaube, ich hatte nachher 15 Gigabyte Aufnahmen auf dem Gerät und die müssen dann alle überspielt werden, geschnitten werden und so weiter. Und es fragt sich, ob diese Full HD Auflösung das Ideale ist. Und dabei habe ich jetzt noch nicht einmal die 4K Auflösung gehabt. Also 4K, 1 Minute Aufnahme bedeutet dann 150 Megabyte an Volumen. Wenn Sie davon dann ein paar Stunden aufnehmen, dann wissen Sie, dann ist die SD-Karte bald voll. Und ja, was hat man denn? Dann hat man eine Qualität, ja. Braucht man die eine solche Qualität für YouTube-Videos? Jedenfalls nicht, denke ich. So, ich mache jetzt mal Schluss.